Ich verstehe es nicht. Nichts in diesem Teig ergibt einen Sinn. Inwiefern? Wir sind unterhalb der tiefen Wege. Die Zwerge, die hier gelebt haben, müssen lange vor der ersten Verderbnis hergekommen sein. Aber wo sind die Statuen der Paragots? Ich erkenne weder diese Markierungen an der Wand noch irgendetwas in den Trümmern wieder. Was auch immer wir hier finden werden, muss enorm selten und kostbar sein. Möglicherweise. Vielleicht waren diese Zwerge ja etwas Besonderes. Falls ja, hoffe ich, dass sie ihre Schätze ständig in ihrer Nähe hatten. Was ist an diesem Ort so besonders? Und hier ist ja auch nicht anders aus als der Rest der Tiefwege. Sag der netten Dame Danke dafür, dass sie dein Leben gerettet hat, Sandel. Danke. Was auch immer da drin ist, scheint einigermaßen unversehrt zu sein. Denkt ihr, wir finden etwas? Bartran scheint von diesem Ort weit mehr fasziniert zu sein als ihr. Ich bin im Gegensatz zu ihm nicht in Orsamer geboren. Wenn die Gewinne nicht so verlockend wären, wäre ich nicht einmal hier unten. All das hier jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich hoffe nur, es ist es auch wert. Was auch immer wir dort finden, ist möglicherweise nicht besonders freundlich. Ich schätze, um das herauszufinden, müssen wir wohl darunter. Jetzt kämpfen wir! Seht ihr das Gleiche wie ich? Ist das Lyrium? Es ist eindeutig magisch, aber keine gute Art von Magie. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so eine Art von Lyrium gesehen zu haben. Seht ihr das an, Bartrand? Ich glaube, es ist ein Götze aus reinem Lyrium. Er könnte ein Vermögen wert sein. Du könntest recht haben. Ein exzellenter Fund. Übel. Wir sollten uns weiter umsehen. Vielleicht finden wir ja tiefer drin noch mehr. Mach das. Die Tür! Bartrand, sie ist hinter dir zugefallen. Dir ist auch noch nie etwas entgangen, Varric.
Soll das ein Scherz sein? Du willst deinen eigenen Bruder wegen eines lausigen Götzen betrügen? Es geht nicht nur um den Götzen. Allein der Standort dieses Teigs ist ein Vermögen wert und das werde ich nicht durch drei teilen. Tut mir leid, Bruder. Bartrand! Bartrand! Ich schwöre, ich werde diesen Hurensohn finden. Entschuldigung, Mutter. Und dann bringe ich ihn um. Hoffen wir, dass es irgendeinen Weg hier raus gibt. Seid vorsichtig! Was waren das für Dinger?